Ah, die Musik, geil. Nimm, gib. Bis das Spiel dauert, ist sehr lang. Mir wurde schon von mehreren gesagt, dass das nicht spoilert oder so, das ist halt Kampfsystem und sowas. Warte ich nur noch auf das Spiel. Da vergesse ich eh alles. Oh, die Sucht wird hoch. Ja, wird's. Da mache ich ganz viel. Kann ich noch trinken? Ja. Ja, ich habe alles gelesen. Sehr gut. Ja. Ja. Oh, die Musik, geil. Japanisch oder Englisch? Oh, es ist laut. Was für eine Stimme wollt ihr? Japanisch. Japanisch. Da freue ich mich, dass du noch was machst. Ja, ist noch Freitag. Für mich ist noch Freitag und da mache ich immer Open End. Wir lassen das mal alles, ne? Oder warte mal, Lautstärke. Wo ist denn Lautstärke? Bin mir nicht sicher. Ich fand das halt sehr laut. Sprache lasse ich so. Wähle den Charakter, den du in der Demo steuern möchtest. Wenn du die Demo abschließt, kannst du eine Vorschau wieder zu diesem Charakter ansehen. Ich weiß schon ganz genau, wem ich spielen möchte. Yoshi, go. That is. Ich darf sie, glaube ich, nicht im Hauptspiel spielen. Das. Ich glaube, ich darf sie nicht im Hauptspiel spielen. Das ist ein Pfirsich, ne? Lecker, lecker. Das erste, was dir auffällt: der Himmel. Boah, der Grafikstil ist ja richtig geil. Boah, die Rüstung ist auch. Ja, ich darf sie nicht spielen, ich sehe das schon. Ich laufe irgendwo und flieg runter. Mano! Boah, sieht das gut aus. Ja, natürlich noch mehr Fanservice, alles klar. Wirklich. Boah, wie gut das aussieht. Mhm. Ich stehe jetzt schon auf dieses Aquarellstil. Ja. Muss ich da nochmal vorlesen? Oh, alles Waifus. Eine Überraschung, wenn es in diesem Breiten keine Zeuge gäbe. Ich werde das zum Hauptspiel dann alles vorlesen, ne? Wenn es kommt. Da muss ich sehr viel lesen, oh je. Pass auf, vielleicht legst du die Rüstung ab. Ja. Das Flammschwert einsetzen. Also gehen wir. Ja, los. Was? Oh ja, Tails ist immer so verwirrend.
lesen, warte mal. Drücke R1, um einen normalen Angriff auszuführen. Anfangs kannst du bis zu 3 normale Angriffen kombinieren, aber wenn du bestimmte Fertigkeiten erlernst, sind nur höhere Kombinationen möglich. Charaktere können nach dem Springen auch aus der Luft angreifen. Arts sind besonders Aktionen, die einen Teil deiner AL-Art-Leister verbrauchen. Das ist sehr laut, oder? Kannst gerade aber nicht ändern. Dreht's bei euch leiser. Geht eigentlich, es geht. Okay, bei mir ist es fast im roten Bereich, keine Ahnung. Wuschschläge erledigen Gegner mit einem Schlag und werden mit Verbündeten ausgeführt. Erscheint bei einem Gegner Schlag, drücke Steuerkreuz, um sie sofort einzusetzen. Wuschschläge sind bei geringen Gegnern KP und höhere Kombozählern häufiger. Hab das bis dahin wieder voll vergessen. Dieses riesen Schild. Kacke hier. Alter. Ich glaube, ich drehe langsam was? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Selbstgefälligkeit führt in Bredouille. Du lässt es nie locker angehen, hm? Im Kampf kann man nicht wachsam genug sein. Weiter geht's! Sagen, das Effektgewitter ist ein bisschen sehr heftig. Du bist heftig, Kacke! Ich glaube, bei der wird es einigen Fans Servicebilder geben. Ja, Isaras Talent ist es, einen hübschen Po zu haben. Statt ausweichen, knackt sie mit ihren Hintern Nüsse. Wehrt Kisara Angriffe lieber mit ihrem Schild ab. Sie kann beim Abwehren sogar einige Arts wirken. Das Lachen, Moment. Erfolgreiche Abwehrmanöver erhöhen ihre Moral. Sie sind, so sind Arts, die sie während des Abwehrens entfesselt und Kombos, die daraus entstehen, noch stärker und schwieriger zu blocken. Ich hoffe, sie knackt nicht meine Nüsse. Oh, Gott. Oh, ich werde es auf Japanisch spielen, das klingt jetzt schon so geil. Sammeln. Zusammenfassung. In Lagern und Gasthäusern kannst du Mahlzeiten kochen, die nach dem Verzehr vorübergehende Effekte verleihen. Suche nach Rezepte, um neue Gerichte zuzubereiten. Zutaten findest du an Fundstellen sowie in Gemischtwarenläden. Wenn eine neue Mahlzeit ist, werden die vorherigen Effekte überschrieben. Je nachdem, welche Gruppenmitglied kocht, unterscheidet sich die Wirkung und Dauer der Effekte. Es ist also ratsam, den Küchenchef immer anhand seiner aktuellen Ziele und dem Gesamtstatus der Gruppe auszuwählen. Geil, looten, das wird richtig mein Tod. Boah, der Stil ist so geil. Wasser, zieh dich aus. Okay. Löwengeheul, okay. Das sind so Attacken, die ich nicht mag, aber... mag Löwen nicht. Kampfsystem gefällt mir bis jetzt. Das unterscheidet sich ein bisschen von den anderen.
Da kam ich immer nicht klar. Wer ist hinter den Schatten? Lieb! Der Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, das du an Abbaustellen förderst. Wenn du ein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf neues Zubehör übertragen. Stimmt, Menü und so. Kann ich mir das ansehen? Objekte. Ja. Arzt. Kannst erlernte Arzt den verschiedenen Tasten zuweisen. Kannst 3 Arzt zum Einsatz auf dem Boden sowie 3 weitere Arzt zum Einsatz in der Luft wählen. Insgesamt lassen sich also 6 Arzt ausrüsten. Okay. Ist auch süß. Genesung. Ah. Strategie, das kennt man ja. Dann können die... machen die, aggressiv handeln oder auf defensiv oder was auch immer. Feldhandbuch. Ach du meine Fresse. Okay. Wunderschöne Landschaft. Oh, die Musik, ich bin jetzt schon... Okay, wann kommt es zum 10. Bitte schneller. Ich sehe, wo du hinschaust. Ja, auf dem Boden, der ist so schön. Fisch, kann ich da rein? Angeln? Oh, ist hübsch. Nee, alles gut, May. Ich kann ja auch irgendwo anders hinschauen. Das ist schlimm. Also ich meine, zu ihrer Rüstung, die klappert so, oder ne? Das fällt auf, wenn das die ganze Zeit so fliegt. シオンの武器はどこから来るんだ。どこからって、どういう意味。戦いになると、どこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった？分からないけど、すごいな。え？だって、おかげで重い武器を。Manga-mäßig aufgebaut. Ich fasse dir von dem Stil. Oh, Saba! Ich merke schon, ich darf sie nicht spielen. Hey, ihr zwei. Ich glaube nicht, dass ich euch schon mal hier gesehen habe. Seid ihr von außerhalb? Nani? Und wenn schon, was geht es dich an? Nichts, gar nichts. Es sah nur so aus, als wüsstet ihr nicht, wo ihr hin müsst. Und du hast recht, wir sind zum ersten Mal in der Gegend. Na, dann solltet ihr nach Vince. Gehen der großen Hauptstadt von Elder Menancia. Aber denkt daran, dass er hier vor Zeugeln nur so wimmelt. Er ist also Zeugeln, okay? Wie man unschwer erkennt und irgendwie scheinen sie noch biestiger zu sein als sonst. Wenn ihr euch nicht anfallen lassen wollt, bleibt lieber auf der Straße. Das ist sicherer, als quer feldein zu spazieren. Wobei mit deinem Schwert da im Gepäck suchst du die Gefahr vielleicht ja geradezu. In dem Fall viel Spaß, aber ich habe dich gewarnt. Wir sind.
Dein Schwert sieht nice aus. Ja, das sieht echt geil aus. Was meinst du, was wir machen? Ist ja nicht so, als hätten wir schon ein anderes Ziel. Immer noch besser, als ziellos durch die Felder zu streifen. Dann ist es beschlossen. Wir gehen nach Visend. Visend. Boah, warte mal, das sind zwei Schwerter, ne? Ja, das sind zwei. So ein Flammenklumpen. Das andere... ähnelt an Witcher, ja. Die Haare hat er auch. Die Farbe. Ich habe jetzt Bomben gelesen. Man kann sie auch Bomben nennen. Oh, das Spiel wird mich so triggern. あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。ああ。爆発するか。どんな効果なのか相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。 Die tötet mit ihren Bomben und dann heilt sie wieder. Cool. Ich glaube, der Gürtel, der bei ihr raushängt, soll wohl so eine Art Schwanz sein. Ein bisschen katzenartig. Ja. Kann gerne mal dran ziehen. Jedes Spiel triggert dich. Ja, aber das triggert mich gerade noch mehr. Guck dir Dead Ass an, ne? Das ist schlimm. Hallo, Mo. Ach, kann ich die jetzt direkt alle wechseln? Ja. Der sieht auch geil aus, er hat rote Haare, finde ich auch. Oh, Karte. Karte Tomate. Wow. Dafür sind ihre Brüste nicht so riesig. Ja, man braucht nicht riesige Brüste, ne? Hallo Lumen. Kann man auch springen oder so? Ja, mit Krall. Das war jetzt nur zum Rumlaufen, oder was? Ja, das sehe ich gerade, weil... Also wechsel ich. Es hat mit diesen Angriffen auch ein bisschen was von Scarlet Nexus, ne? Nur ein bisschen besser ausgeführt. Wie lange geht denn die Demo? Ist gerade Nexus aus einem Prototyp zu Tales of Arise im Stück. Ja, das machen wir ein bisschen. Du kannst ändern, welche Charaktere im Kampf mit dabei sind und wen du steuern möchtest. Oh, okay. Dann. Okay, das verstehe ich immer noch nicht. Gut. Ja. Ich dachte, weil sie jetzt die Fahne hat.
Achso, das habe ich gerade gelesen. Ist komplizierter gemacht. So hast du, glaube ich, noch. Ich weiß gerade gar nicht, wie man den. Können Sie mal spielen? Hat die nicht diesen komischen Eulen, also dieses komische Eulenvieh? Ach, mit ihr laufe ich jetzt rum. Warte mal, ich kämpfe mal kurz. Was? Gegner? Wo ist ein Gegner? Ah. Ja, okay. Du machst doch richtig. Ah, sie ist so Magier. Okay. Ja? Boah, der geht aber auch ab hier. Ich muss mal mit der Steuerung hier irgendwie klarkommen. Vector und übelst rein, und man merkt gar nicht mehr, dass es die Unreal Engine ist. Für mich wäre das gamemäßig, ich mag es nicht mehr, Charakters im Kampf zu haben. Ich schon, ich finde das super, weil ich kann mich nicht zwischen einen scheiden. Ich hoffe, du redest über mein Schild. Oh, wegen gigantisch und so. Ach, schön. Ja, ich hätte sehr viel lachen. Ja, wie geht's dem Öhrchenlis? Ja, ist immer noch ein bisschen doof. Ich habe jetzt aber Ohrentropfen. Hatte ich mir bestellt. Kam heute an. Also gestern. Ist ja schon wieder ein neuer Tag. Hoffen wir mal, dass es dann was bringt. Hab schon zweimal genommen. Kurz bevor ich ins Bett gehen werde, werde ich dann nochmal Scheiße nehmen. Oh, das ist ein Monster. Hallöchen. Hat jetzt so eine Waffe. Schusswaffe. Und die Outfit voll cool. Arachan, bist du wieder wach? Erste Hilfe, okay. Ich glaube, Taka ist wieder wach. Sion's Feuer und meine Waffe. Wenn man es zusammenfügt, wird es viel mehr. Da schon, Chameleon, danke, dass du da warst. Dass sie sich überhaupt darin bewegen kann. Ja, das finde ich immer sehr beeindruckend. Warum machst du das jetzt? Mal diesen Felsen hauen oder so?
Yep, yep. Glaub, der macht bestimmt auch richtig Spaß zu spielen. Wird hier aber irgendwie in der Demo in irgendeiner, wo wir alle schon zusammen sind, reingeworfen, weil ich glaube nicht, dass wir als Team schon komplett am Anfang sind. Selten. Wenn du in einem Lager rastet, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Okay. Vollkontakt, dankeschön für den Follow. Möchtest du dich ausruhen, ja. Ah, sehen die alle gut aus. Sind das die Sachen, die wir schon hatten? Ja, okay. Okay, okay. Sicher gehen? Mein Gruppenstatus. Kochen. Oh, nee, oder? Ja, wir kochen schon immer Gas in den Games. Ja, aber es sieht auch noch so lecker aus. Da kriegt man Hunger. Sprechen, hi. Wenn du euer Sieg fast in Reichweite liegt, ist unsere Pflicht als Verkäufer euch zu helfen, den Rest des Weges zu schaffen. Gelee hier wieder. 400 KP, KP. Galt. Ich hab Galt. Oh, sieht das gut. Charakter hier austesten. Macht der so? Ah, komm. Ui. Der dynamische Typ. まだ全てを披露していないのだな。
Marion hört sich etwas an wie Arashi, aber Japaner klingen auch irgendwie ähnlich. Und das so Biester. So, den habe ich noch nicht ausprobiert, ne? Sieht echt gut aus, also. Echt hübsch. Lakshu. Sind alle cool. Also machen irgendwie alle Spaß. Kann man nichts dagegen sagen. Ist gekauft und zwar blind. Oh ja, ja, ich habe sie auch schon vorbestellt. Böse Collectors. Ja. Geht weg. Just. Ich übertreibe einfach komplett, ne? Und 3 Uhr 10, ja, ich sehe schon. Also Outfits konnte man schon ändern, aber nicht Rüstung. Also wenn du Rüstung änderst oder so, da passiert nichts, aber es gab immer Outfits. Ich glaube, bei der Collectors gibt es auch Outfits, die du dann nutzen kannst. Muss ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. In bestimmten Gebieten treiben sich riesige Zeugel. Wie der da. Der sieht doch sehr gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin.
Der ist auch rot markiert. Ihr seht's nicht, weil ich bin schon wieder am Weg. Ja, Randa! Da sind Pferde. Kann ich die streicheln? Hauen? Irgendwas? Nein, Spaß. Der ablenken will. Was? Kann ich euch melken? Milch, ja, nein, geil. Oh, ein Babykalb. Süß. Erstmal den Sack einmachen. was? Der Schweinebär, Hasenmann. Okay, ja. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ich will hier noch gar nicht hin. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ich will mich umschauen. Seht ihr, die Kuh hat mich hat's bestätigt. Rind. Dann schauen, wo ich die Kamera hin positioniere dann. Bin ja überall im Weg. Ah ja, ja. Hühnchen. Was? Die Hühnchen. Oh, sie schwimmt auch noch. Ach du Scheiße. Jetzt ist sie nass. Ich auch tauchen oder sowas? Das wäre geil. Ich muss mir gleich Taschentücher holen. Meine Nase läuft. Für Rindeintopf. Überall Kisten. Ich weiß nicht mal, warum ich die jetzt gerade sammle in der Demo, aber das ist einfach dieser Loot-Zwang. Oh, sie scheint so ein bisschen immer so pissig zu sein, oder? So ein bisschen strenger und ernster und... Lass mich hier in Ruhe, Modus. Ich weiß, ich gehe gerade zurück, weil ich will schauen. Wenn ich jetzt hier rumgehe. Ich traue mich aber nicht, gegen ihn zu kämpfen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die Demo denn vorbei ist. Er wird uns vermutlich fertig machen. Okay, sie sagen schon, er wird uns fertig machen. Ich glaube den mal. Wenn Knackpopo das sagt, dann gehen wir mal lieber was. Der verrückte riesige Zeugel taucht in letzter Zeit ständig in der Talebene auf. Sowas habe ich noch nie gesehen. Selbst der Wach hat das Vieh schon Sorgen bereitet. Wir sind umkehren. Aber nein! Hm.
Weicht man eigentlich so aus, oder? Keine Ahnung. Oder blocken oder sowas? Ich hab keinen Plan. Das blocken, ne? Ja. Mach die mit R2. Machen die alle das so mit R2 blocken? Oder nur sie wegen Schild? Blockt die anderen welchen aus? Naja, sie hat ja auch ein Schild. Das ist ja logisch, dass sie ihn blockt dann. Ist halt die Mauer. Weil so ein riesen Schild und dann abrollen wäre ein bisschen komisch. Und benutzt die Schild aber auch wie ein Schwert, oder? Die haut er damit drauf und spaltet Schädel. Aber blocken heißt für mich, ich bekomme trotzdem Schaden. Ja, aber weniger. Ob es ja auch einen Fotomodus und sowas dann gibt? Das wäre toll. Ich weiß, was ich als erstes fotografieren werde. Nacht, Selina, schlaf schön. Ich auch. Ja? Ja. Himmel. Das ist noch ein Planet oder ist, Alter, das. Und noch, was zur Hölle? Ist hier noch mehr Sonne? Boah, sieht das krass aus. Einfach nur ein Planet und was auch immer, ein Mond oder keine Ahnung. Krass. So, wie gesagt, wahrscheinlich später kommt der Fotomodus. Das wäre cool, dann ist zuerst das hier dran. Der Himmel. Das neue Milch. Los, zapf ab. Sehr gut. Der Himmel, ja. Ja, guck doch mal. Als ob das neben. Alter, das ist schon krass. Wir sehen hier nur so den Mond, ne? Sondern so klein. Mhm. Stellt euch mal vor, ihr hättet auch so einen riesen Planeten neben euch, so. Entschuldigt bitte, wenn ich mich nicht täusche, seid ihr beide Reisende? Und du bist? Oh, wo bleiben meine Manieren? Ich heiße Draschen. Ja. Ich arbeite für die Stadt. Jemand hat uns gesagt, wir sollen nach Wissend gehen. Da sind wir wohl, hm? Ja, ihr seid gewiss am richtigen Ort gelandet. Ich wünschte, ich könnte euch beiden willkommen heißen, aber die Tore zur Stadt sind derzeit verriegelt. Niemand darf die Stadt betreten. Ein gefährliches Zeuge treibt sein Unwesen, müsst ihr wissen. Ein Zeuge? Das ist doch gar kein Grund für so einen Aufstand. Wir sind unterwegs, jede Menge Zeuge begegnet. Sie ist so ein bisschen... Sie ist wirklich so ein bisschen, ja, unser Hauptcharakter ist so locker, flockig und vielleicht... Wie so ein Weichei. Nein, Spaß. Aber sie ist hier so richtig tough und gar kein Bock und lass mich doch in Ruhe ihr luschen. Ich fürchte, es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Zeuge. Es ist besonders ein besonders großes Exemplar. Befreit von seinen früheren Fesseln. Zu allem Übel gibt es besorgniserregende Berichte über einen noch größeren freilaufenden Zeuge. Aber der ist weder hier noch dort.
Bis beide zur Strecke gebracht wurden, bleibt die Stadt zur Sicherheit der Bevölkerung leider abgesperrt und niemand kommt hinein. Geht das auch für dich, obwohl du bist du ein Einwohner der Stadt, was? Obwohl du ein Einwohner der Stadt bist? Weil es so schwer ist, einen Fotomodus zu implementieren, da muss natürlich nachgeliefert werden. Dann ist die strenge Zundere, sehe ich schon, ja. Voll die Lisa. So hübsch bin ich jetzt nicht, ja? Das ist eine Beleidigung. Ich wollte gerade Zuflucht auf einen Bauernhof in der Stadt suchen. Ihr zwei seid herzlich eingeladen, es mir gleich zu tun. Du willst dich also auf diesen Bauernhof verkriechen? Tut mir leid, aber wir haben andere Pläne. Wir können nicht einfach... Hey, Sean, warum erledigen wir diesen Zeuge nicht einfach selbst? Ich hatte befürchtet, dass du wieder mit einem so hanebüchernen Vorschlag ankommst. Eine Beleidigung, weil sie hübsch ist? Okay. Ja, weil ich nicht so hübsch bin. Die ist viel hübscher. Hör zu, je eher wir die Viecher erledigen, desto eher kommen wir nach Vicent rein. Ich kann nicht mehr lesen. Ist doch besser, als hier auf einer Farm rumzusitzen. Guck doch immer so angepisst. Na schön, pack mir's an. Gehen wir. Aus mit der Sprache, wo treiben sich diese Zeuge rum? Und ob. Aber wenn wir sie erledigt haben, erwarte ich eine vernünftige Unterkunft für uns beide, klar? Ja? Die so richtig voller Lebensfreude. Was, DBD oder Hand? Hand. Ich glaube, der Typ ist ja auch zu stressig. Besiege den riesigen Zeuge in der Titalebene. Toll. Das ist bestimmt dieses Wildschweinvieh. Nee, doch nicht. Das ist da, wo wir gerade da waren wir gerade. Alter, wie viel Milch haben die? Tut mir leid, dass ich so oft an euren Eutern rumzupfe, aber... Braucht das? Also die Milch. Oh Gott, das klang jetzt gerade sehr falsch. Der spielt ja an Eutern rum, so. Tolles, ich hatte schon DVD gestartet. Ja, warum fragt mich denn Klaus? Selber schuld. Mach mal. Ja, du siehst perfekt aus, das stimmt. Was er nicht mehr gewonnen hat. Warum ist das Bild schon wieder so klein? Wo bin ich? Panoramahügel. Ich bin vorbeigelaufen. Ah, jetzt ist er daneben gegangen. Okay. Zeige mal die Karte. Wie? Da läuft das Vieh rum? Boah, sieht das cool aus. Häschen. Was ist das?
Ja, ist klar. Okay, das sieht hässlich aus. Einfach meine Mauer, das hat doch die Titan gemobst. Einfach übertreiben hier. Das Kleid hier. Frag mich, wie man sich denn heilt. Ah, hier. Okay, ich hab schon. Ich weiß echt nicht, wo ich die Kamera denn aber hinmachen soll. Welche Daten sind für euch denn wichtiger? Die Karte oder die Sachen, die da unten stehen? Da steht ja überall was. Meine Matratze ist so unbequem. Das ist nicht so cool. Ich hab die Kerne einfach auf der anderen Seite gemacht. Wahrscheinlich oben links dann, ne? Das unten links, da kommen aber immer Gespräche. Ich zeig echt schon aufs Maul hier. Nice. Einige große Gegner haben orangene, leuchtende Geistkerne. Du kannst sie zerstören, wenn sie eine bestimmte Menge Schaden eingesteckt haben. Damit zerbricht der Kern und die Gegner gehen zu Boden. Bei manchen Gegnern lassen sich diese Schwachpunkte auch direkt angreifen. Oh, sie heilt mich, sehr schön. Hat Pat. Hat.
Ja, das ist hartnäckig. Ich glaube, am besten würde es oben links passen, ne? Das ist die einzige Stelle, wo nichts passiert. Bis jetzt. Rechts geht's auch. Ja, geht. Dann verdecke ich ein paar Sachen mit Leben und so. Ich weiß nicht, ob das... Das ist eigentlich egal, oder? Aber ich finde Kart oder so, das solltet ihr schon sehen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Habe ich irgendwas, was mich wiederbelebt? Trank des Lebens. Ach, die hat mich gerade jemand oder nicht? Warte mal, die sterben ja alle hier. Was ist denn da los? Kann ich eigentlich auch während des Kampfes den Charakter wechseln? Geil. Das ist cool. Wenn ich jetzt gerade so Bock auf jemand anderen habe. Die Heilerin hier, die jetzt tot ist. Oh, uff. Nice. Healer down, Healer down! Hallo Mago! Schön, euch zu sehen, Reisende. Ihr habt also doch beschlossen, am Bauernhof Zuflucht zu suchen? Nein, wir haben euer kleines Zeugelproblem für euch erledigt. Was? Ihr habt mich wohl auf den wollt mich wohl auf den Arm nehmen? Die Bestie hat selbst die Stadtwachen erzittern lassen. Na, ihr seid doch Luschen. Eine angemessene Reaktion für jeden mit gesundem Menschenverstand. Ah, die ist hier sind pissed irgendwie. Was, willst du damit sagen, ich bin nicht bei Verstand? Doch klar, wenn du es für verständig hältst, erstmal gegen einen riesigen Zeuge zu kämpfen, sobald du in eine Stadt ankommst. Und was ist mit dir? Du warst mit von der Partie, weil Madame keine Lust hatte, sich unbequem zu betten. Das hat doch nichts damit zu tun, dass... entschuldigt, dass ich euch unterbreche. Ich muss wohl nicht mehr sagen, dass ich euch jetzt Glauben schenke. Lieber Pfirsichtee oder Red Bull? Pfirsichtee. Weil wenn die Demo vorbei ist, höre ich sowieso auf. Offensichtlich habe ich unterschätzt, wie stark ihr zwei seid. Ich glaube, es ist eine kleine Prinzessin. Mhm. Spar dir den Dank. Solange wir ein warmes Bett und gutes Essen bekommen, sind wir quitt.
Ich erinnere mich nicht, dass du vorher auch nach Essen gefragt hattest. Nani? Was hast du gesagt? Nichts, schon gut. Ja, sie ist sehr herzlich. So voller Leben und Liebe und Nettigkeiten. Ich mag die jetzt schon. Dann wollen wir mal die Tore wieder öffnen. Erlaubt mir euch zwei herzlich in Wissen willkommen zu heißen. Ich bin mir sicher, unsere schöne Stadt wird euch gefallen. Ich sag, Elisa, du hast mir auf jeden Fall hohe Erwartungen gemacht. Dann wollen wir mal reingehen. Warum soll ich denn immer so ein Charakter sein? エリデメナシアこの兵団の貴様だ。私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。ご苦労、貴様。ティオハリムイルルケリスだ。一つ聞かせてくれ。 あんたはなぜ、ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。だが、何かを求めるなら、誰かがそのための苦労を担わなければならない。鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか、兵士の気晴らしに殺される者、苦役に喘ぐ者は、いないはずだ。 Darum machen die Tech-Team, okay. Also trifft man sich immer als Zweierpaar, weil die anderen beiden sind ja auch zusammen als Tech-Team. Jetzt eine andere Szene, weil ich jemand anders gewählt habe. Ja, es war jetzt eigentlich klar, dass ich die Szene dann kriege, ne? Kofen! Ja!